Zünden an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, lieber Heiland dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Bitten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern. Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Bitten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes Segens Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das widerschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Heiligen Lob singen.
Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich grüße euch alle ganz herzlich in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sind sicher alle dankbar, dass wir wieder unter seinem Wort versammelt sein dürfen, sein Wort zu hören, sein Wort aufzunehmen. Und ich möchte einfach sagen, ich bin doppelt so dankbar, dass ich wieder hier sein darf, nachdem ich beim letzten Mal ja im Krankenhaus gelegen habe. Aber alles andere ist nur nebensächlich. Hauptsache ist, wir sind wieder da. Ich möchte auch alle ganz herzlich willkommen heißen, die jetzt online geschalten sind. Es sind nicht wenige. Wir alle sind verbunden miteinander. Und das Wort des Herrn ist immer noch gültig, wo es heißt, er ruft seine Gemeinde heraus aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Ist ganz gleich, wo wir sind. Und in diesem Sinn möchte ich auch herzliche Grüße abgeben von vielen Geschwistern aus Chile, von Bruder Etienne aus Italien und den Gemeinden dort, vor allem in Süditalien, die mit uns wirklich eng verbunden sind. Wir wollen jetzt diese Versammlung beginnen, indem wir als erstes Lied 93 singen. Lied 93, auf Golgatha litt einst der Herr den bitteren Kreuzestod. Amen.
Man könnte hier jeden Vers als eine Predigt anschauen. Ich möchte nur den vierten Vers von Anfang an lesen. Was ich auf Golgatha vernahm, das bleibt mein Trost fortan. Dass ich einmal zum Kreuze kam, erhebt mich Himmel an. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das Gewaltige, das wir heute wissen dürfen. Es gibt nur einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieser Weg führt über Golgatha. Als zweites Lied möchten wir noch 289 singen. Lied 289. Am Kreuze meines Heilands, da ist mein sicherer Strand. Amen. Auch hier können wir sagen, in der ersten Strophe, am Kreuze meines Heilands,
da ist mein sicherer Stand. Mögen wir manchmal in unserem Leben Situationen erleben, die vielleicht weniger schön sind, die wir nicht wünschen oder die einfach auf uns zukommen. Aber wenn wir auf ihn schauen, auf das Kreuz schauen, da ist mein sicherer Stand. Da labt der Allmachtschatten mich im dürren Wüstenland. Hier beut sich mir ein süßes Heim, der Seele Ruhe statt. Möge diese Ruhe auch heute Nachmittag in unserer Mitte sein. Genauso wie es in Matthäus 11,28 steht, wo unser Herr sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Und diese göttliche Ruhe bringt uns vorwärts. Bevor ich jetzt das Einleitungswort lese und mit euch bete, möchte ich Bruder Baumgartner bitten und dann Bruder Scherr ein kurzes Wort zu sagen, was Gott ihnen aufs Herz legt. Liebe Brüder und Schwestern, es ist wiederum ein großes Vorrecht und eine große Gnade, dass wir heute wieder im Namen des Herrn Jesus Christus versammelt sein dürfen. Es ist wirklich große Gnade, dass der Herr uns sein Name geoffenbart hat. Wir sind ja heute nicht im Namen der Freien Volksmission hier versammelt. Wir sind auch nicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes versammelt. Wir sind einzig und allein im Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt. In dem Namen, wie wir es gehört haben, der über alle Namen steht. Und wir haben schon oft gesungen von dem Namen, der über allen Namen steht. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in seinem Namen ist Heil. In den letzten Versammlungen in Zürich und in Böblingen und in Krefeld ist mir das Erlösungswerk von Golgatha neu groß geworden. Und ich wurde reichlich und bleibend dadurch gesegnet. Der Herr hat durch eine schwache Stimme, aber durch eine mächtige, gewaltige Botschaft zu uns allen gesprochen. Der Herr Jesus Christus hat bewiesen, dass er durch sein Leiden und durch sein Sterben und durch seine glorreiche Auferstehung alle Not, alle Sünde, alle Krankheit, das Grab, die Hölle, alles hat er überwunden. Und in Römer 8,11 steht für seine Auserwählten ein gewaltiges Wort. Römer 8,11. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Amen. Auch wir brauchen diese lebendig machende Kraft heute. Wir müssen sie empfangen. Wir haben alle nur noch ein Ziel, bei der Entrückung dabei zu sein. Der Herr möge uns den nötigen Glaubensgehorsam schenken, damit sein vollkommener Wille in uns allen zu seiner Ehre geschehen möge. Der Herr möge heute durch seinen Heiligen Geist, den Träger des Wortes, salben uns alle mit Macht und Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen.
Ja, liebe Geschwister, auch ich grüße alle in dem herrlichen, wunderbaren Namen Jesus Christus. Wir haben schon wunderbare Lieder gesungen. Wir haben von Golgatha gesungen. Aber wenn wir das für uns nehmen, was ist Golgatha? Golgatha ist die Auferstehungskraft. Jesus hat am Kreuz gelitten, aber er ist auch auferstanden. Und wir haben die Zuversicht seiner Verheißung, dass er wiederkommen wird, um all die Seinen zu sich zu holen. Und Bruder Baumgartner hat es schon ausgedrückt, unser Ziel ist da, dass wir dabei sein dürfen, wenn der Herr die Seinen holt. In diesem Zusammenhang möchte ich ein Wort lesen aus Sacharja Kapitel 8, die ersten 6 Verse. Sacharja Kapitel 8, Verse 1 bis 6. Und es geschah das Wort des Herrn der Heerscharen. So spricht der Herr der Heerscharen. Ich eifere für Zion mit großem Eifer und mit großem Zorn eifere ich dafür. So spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden, und der Berg des Herrn der Heerscharen, heiliger Berg. So spricht der Herr der Heerscharen. Noch werden Greise und Greisinnen auf den Plätzen von Jerusalem sitzen, jeder seinen Stab in seiner Hand, wegen der Fülle der Tage. Und die Plätze der Stadt werden voll von Jungen und Mädchen sein, die auf ihren Plätzen spielen. So spricht der Herr der Heerscharen, wenn das zu wunderbar ist in deinen Augen, in jenen Tagen sollte es auch in meinen Augen zu wunderbar sein, spricht der Herr der Heerscharen. Hier geht die Verheißung an sein Volk, und wer ist sein Volk, wenn nicht auch wir? Der Herr sucht sein Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Ein Volk für den Herrn, ein Glaube. Und wenn er verheißt, dass er in Zion wohnen wird, dann gilt das auch für uns, dass wir dereinst im neuen Jerusalem zu Hause sein werden. Wir werden wieder jung sein. Keine Krankheit wird uns mehr etwas antun können. Kein Kummer wird sein. Liebe Geschwister, wenn wir in die Welt hinausschauen, wenn wir auf uns schauen, dann wird es uns manchmal fast weh ums Herz. Wie kommt das alles? Aber wir dürfen nach oben schauen, denn der Herr hat die Verheißung gegeben. Und wenn der Herr die Verheißung gegeben hat, wird er sie ganz sicher auch erfüllen. Darum lasst uns nicht auf unsere Gebrechen oder auf unser nicht erfüllt sein oder was immer schauen, sondern lasst uns auf den Herrn schauen. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Und das hat er auch verheißen für alle, die sein Wort angenommen haben. Möge der Herr uns alle segnen heute Nachmittag und besonders seinen Knecht, der uns das Wort bringt. Amen. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte 2 ganz kleine Zeugnisse geben, dann das Einleitungswort lesen. Aber bevor ich das tue, möchte ich der Bitte nachkommen, die Herbert Laumer mir gegeben hat, nämlich dass hinten am Büchertisch ein Flyer liegt für das Sommerlager in diesem Jahr, wie wir es schon seit 3 oder 4 Mal gemacht haben. In Schierf, im Kanton Graubünden. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Meldet euch an. Jugendliche sind gemeint.
aber er hat kein Alter reingeschrieben. Also es kann von ich weiß nicht bis wann gehen. Einfach, ich möchte es wirklich sagen, ich war jedes Mal auch dabei und es war immer ein Riesensegen und der Herr möge auch dieses Lager dieses Jahr segnen und alle, die sich anmelden wollen, können es hier, es ist alles drauf und vielleicht kommt es sogar noch auf die Homepage, damit man auch dort sich dann anmelden kann. Also dieses Lager kann ich euch wirklich ans Herz legen. Dann möchte ich meine beiden kleinen Zeugnisse geben. Heute vor 14 Tagen wurde ich notfallmäßig nachts um 11 Uhr oder halb 12 Uhr ins Krankenhaus gebracht und mein rechtes Bein funktionierte nicht mehr. Ich fiel immer hin und das war nicht mehr normal. Und da hat der Arzt die Krankengeschichte angeschaut, hat mich angeschaut und hat sofort ein Hirn-CT gemacht und dort festgestellt, dass etwas nicht in Ordnung ist, was mein rechtes Bein eben lahmgelegt hat. Ich sage nur so viel, es ist auf gutem Wege und ich kann wieder laufen, ihr seht es. Ich habe eine kleine Stütze, damit der Fuß nicht vorne runterlampt. Aber das sind nur Detailsachen. Das Zeugnis, was ich daraus gelernt habe, ist folgendes. Im Worte steht geschrieben, er ist unser Haupt. Er ist unser Haupt. Mein Hirn, mein Haupt kann krank sein. Aber das Haupt unseres Herrn ist nie krank, ist nie malat, ist nie irgendwie defekt. Sein Haupt ist immer perfekt. Und wenn wir Glieder seines Leibes sind, was haben wir als Haupt? Wir haben ihn als Haupt. Und sein Haupt ist unser Haupt. Mögen wir irdisch noch irgendwelche Resten haben, aber geistlich gesehen, liebe Brüder und Schwestern, geistlich gesehen sind wir einfach perfekt. Wir sind perfekt, noch nicht vollkommen, aber wir werden in diese Vollkommenheit hineingebracht werden. Aber wichtig ist zu erkennen, unser Haupt, unser geistliches Haupt, das ist perfekt. Da ist nichts Krankes drin, da ist nichts Defektes drin, das ist alles hundertprozentig in Ordnung. Und darum dürfen auch wir hundertprozentig in Ordnung sein. Und mag mein Hirn im Moment noch nicht hundertprozentig sein, aber ich vertraue darauf. Ich vertraue darauf und wisst ihr warum? Ich habe von meiner Frau gehört, ich will es selbst nochmals nachhören, aber in einer alten Predigt von Bruder Branham, da hat er über Hiob gesprochen. Und am Anfang steht ja, dass Hiob ein gottesfürchtiger Mann war und Gott hat den Satan gefragt, hast du auch auf ihn Acht gegeben? Und dann hat er gesagt, natürlich, aber warum ist das so gottesfürchtig? Weil du ihn dauernd in deiner Hand hast. Aber gib ihn mal mir, gib ihn mal mir, dann wirst du sehen. Und wisst ihr, was Gott geantwortet hat? Er ist in deine Hände gegeben. Nur sein Leben taste nicht an. Amen. Und da ging es nicht um das irdische Leben. Da ging es um das geistliche Leben. Und dieses geistliche Leben durfte Satan nicht anrühren. Und dann sagt Bruder Branham, wörtlich, nicht nur wir müssen auf Gott vertrauen, sondern hört es genau zu. Gott vertraut auch auf uns. Gott vertraut auf uns, dass wir keine Fehler machen. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist mir so tief gegangen. Ich will alles tun, aber eines will ich nicht.
ich will Gottes Vertrauen missbrauchen. Ich vertraue darauf, er hat mir zugesagt, alles ist in seinen Händen, alles kann er ändern. Ich vertraue darauf und mag ich 14 Tage im Krankenhaus sein, das spielt mir überhaupt keine Rolle. Ich kann euch sagen, ich hatte eine gute Zeit, gute Ärzte, alles war perfekt. Aber eines weiß ich, ich möchte Gott nie enttäuschen. Und das möchte ich euch weitergeben. Dass ihr wirklich daran denkt, dass ihr wirklich daran denkt, Gott ist mit uns. Und wenn Gott uns in die Hände mal Satans gibt, dann vertraut er darauf, dass wir ihm treu bleiben. Mag der Teufel machen, was er will, ist nur nebensächlich. Ich möchte das haben, was Gott mir schenkt, sein Vertrauen. Und das möchte ich euch weitergeben, einfach im Sinn. Und ich muss es wirklich sagen, es ist eine Sache, nur zu lesen und darüber zu sprechen. Oder zu lesen und aus der eigenen Erfahrung das weiterzugeben, was wir erleben dürfen. Und das ist ein Erlebnis, das nicht nur ich mache. Das ist ein Erlebnis, das wir alle machen können, wenn wir nur festhalten an dem, was hier drin geschrieben steht. Ich möchte jetzt aus dem 1. Korintherbrief lesen, 1. Korintherbrief, Kapitel 15, einige Verse, und zwar von Vers 50 an. 1. Korinther, Kapitel 15, von Vers 50. Das versichere ich euch, liebe Brüder. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch kann das Vergängliche nicht das Unvergängliche ererben. Seht, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wohl aber werden wir alle verwandelt werden. Im Nu, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenstoß, wenn die Posaune wird erschallen und sofort werden die Toten in Unvergänglichkeit auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn dieser vergängliche Leib muss die Unvergänglichkeit anziehen. Und dieser sterbliche Leib muss die Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieser vergängliche Leib die Unvergänglichkeit angezogen hat und dieser sterbliche Leib die Unsterblichkeit, dann wird sich das Wort erfüllen, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod im Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod hat keinen Sieg. Gott hat das Leben. Und wir wollen das Leben und nicht den Tod eines Satans. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg verleiht durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es kommt eine ganz, ganz wichtige Ermahnung. Daher, meine geliebten Brüder, werdet fest, unerschütterlich und beteiligt euch alle Zeit eifrig am Werk des Herrn. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Dieser Ausspruch und beteiligt euch alle Zeit eifrig am Werk des Herrn. Und ich möchte einfach hier die Frage stellen, was ist das Werk des Herrn? Was ist das Werk des Herrn? Man könnte jetzt vieles aufzählen, aber ich gebe euch nur eine einzige Antwort. Hier steht geschrieben im Johannesevangelium Kapitel 6, ich lese hier von Vers 27 an, verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, besiegelt.
Da entgegneten sie ihm: Was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Auch hier die Frage: Was sollen wir tun? Gute Werke, soziale Werke? Nein. Die Antwort unseres Herrn lautet ganz klar in Vers 29. Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist das einzige Werk, das wir tun können. Dass wir daran glauben, was unser Herr am Kreuz auf Golgatha getan hat. Dass er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Dass er ausgerufen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dass er ausgerufen hat, wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen nur eines. Wir wollen glauben, was er uns verheißen hat. Und die große Verheißung ist auf der einen Seite: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die noch größere Verheißung, die wir haben: Ich komme wieder, um euch zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das, was wir hier schon auch gehört haben. Und der Herr möge uns heute Nachmittag wirklich diese Kraft, alles schenken, damit wir auf diesem Weg vorwärts gehen können und sein Werk vollenden können. Amen. Wir stehen auf und bitten um diesen Segen. O treuer Vater im Himmel, wir danken dir für diese Gelegenheit, wo wir jetzt wieder unter deinem Wort versammelt sein dürfen. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, für dein Reden. Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass alles Irdische vergänglich ist. Aber das Unvergängliche, Herr, das bleibt ewig bestehen. Darum bitten wir dich, Herr, du mögest jetzt zu uns reden durch dein Wort, damit wir erkennen, was dein Wille ist, was dein Werk ist, Herr. Und wir möchten nur eines tun. Wir möchten glauben, dass dein Werk das vollendete Werk ist, dass wir wirklich zum Ziel kommen. Ich danke dir, Herr, dass wir es alles in deine Hände legen dürfen. Du mögest es alles wegnehmen von uns, was störend zwischen dir und uns steht. Du kannst es alles wegnehmen, was uns hindert, näher zu dir zu kommen. Nicht nur wir, die wir hier versammelt sind, sondern überall auf der ganzen Erde. Herr, segne du jetzt deine ganze Gemeinde. Segne deinen Knecht, den du brauchst, um jetzt dein Wort zu bringen. Hilf uns, dass wir dein Wort in richtiger Art und Weise aufnehmen können. Ja, segne uns, Herr. Ich danke dir dafür. Und wo noch Krankheit ist, wo noch irgendetwas ist, was nicht ausgesprochen war oder wurde, Herr, du mögest es jetzt in deine Hände nehmen. Denn du hast es verheißen, dass du alles in Ordnung bringen willst. Wir loben und preisen dich und geben dir allein die Ehre. Im Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen. Singen wir: Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn. Lausche und bete, oh, bleib nicht fern. Lausche und bete, oh, bleib nicht fern. Göttliches Feuer, Feuer, du bist.
ihr mögt euch setzen. Wir könnten diesen Gottesdienst schon zum Abschluss bringen. Wir haben so viele kostbare Bibelstellen gehört, gelesen. Und das Schöne ist, dass Gottes Wort uns wirklich immer wieder anspricht. Wirklich anspricht. Wir spüren, dass das Wort nicht nur an die Korinther, an die Römer, sondern an uns direkt gerichtet wurde. Und wir dürfen es im Glauben aufnehmen. Ehe ich einen urgewaltigen Reisebericht gebe, möchte ich unsere beiden Brüder bitten, ganz kurz den Gruß abzugeben. Unser Bruder aus Kanada ist Ottawa, ist Montreal, was immer, Bruder André, komm bitte, grüß uns. Und Bruder Gilbert, komm auch du und grüß uns. Und Bruder Jean Lambert, komm auch du und übersetze. Einfach wunderbar, dass der Herr sein Volk auf der ganzen Erde hat. Und ganz besonders grüßen wir heute unsere Schwester Fütz. Zum ersten Mal, steht doch mal auf, teure Schwester, die Dame, die Bruder Baumgartner mitgebracht hat. Fütz, Schwester Fütz, steht doch, ja, schaut mal, das ist auch eine Schwester, die 1955 Bruder Brenhem gehört hat. Und eines Tages ist Bruder Baumgartner unterwegs am Ende der Schweiz, ja, und trifft die Schwester. Und heute ist sie hier. Gott segne dich. Gott segne dich. Amen. Yes. Just great. Yes. Amen. Ja, ja. Que Dieu vous bénisse. Gottes reichen Segen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ich grüße euch allen im Namen des Herrn Jesus Christus. Et j'apporte avec moi les salutations. Und ich bringe euch die herzlichen Grüßen. De vos frères et sœurs du Canada. Von eure Geschwister aus Kanada. Plus particulièrement de l'Assemblée de Montréal. Und ganz besonders aus die lokale Gemeinde von. Croyons. Montréal, ja. Nous croyons que Dieu a une épouse, une église épouse partout sur la terre. Wir glauben, dass der Herr eine Brautgemeinde hat überall auf Erde. Qui se prépare pour le jour du retour de notre Seigneur. Sie lässt sich zubereiten für die baldige Wiederkunft unseres Herrn. Et nous sommes très reconnaissants. Und wir sind dem Herrn sehr dankbar. Pour la commission que le Seigneur a donnée à notre bien-aimé frère Frank. Für den Ruf, dass unser Herr Bruder Frank erteilt hat. Et nous sommes avec lui et avec vous de tout cœur. Und wir sind mit ihm verbunden und mit euch vom ganzen Herzen. Que Dieu vous bénisse. Gottes reichen Segen. Merci, merci, ja. Cher Frère. Ja, ja. 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 Oui, bonjour, frères et sœurs. Ja, Gottes Segen, Geschwister. Nous vous apportons les salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée. Ich grüße euch auch und bringe euch die Grüßen aus Paris von dem Geschwister. Et nous venons ici pour pouvoir communier et persévérer dans les choses que nous avons hierher gekommen, Gemeinschaft mit euch zu haben. Amen. Und uns zubereiten zu lassen. Parce que nous croyons et nous écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Denn wir glauben und empfangen, was der Geist der Gemeinde sagt. Bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Ja, eine gesegnete Zeit. Danke. Danke vielmals. Ja. Dieu soit avec vous tous. Amen. Einfach wunderbar. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Lasst mich zwei Verse lesen. Den einen wiederholen wir, der schon vorgelesen wurde, aus 1. Korinther 15, dass der Herr uns den Sieg verleihen wird, verliehen hat. 1. Korinther 15, und hier ist es Vers 55,
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde und die Kraft der Sünde ist im Gesetz. Hauptsächlich geht es hier um den gewaltigen Begriff Sieg. Unser Herr ist der Sieger von Golgatha. Schon im Propheten Jesaja angekündigt, in Kapitel 42 und Kapitel 49 und in Matthäus 12, Vers 20 steht geschrieben, ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen, bis er das Recht siegreich durchgeführt hat. Siegreich durchgeführt hat. Und auf seinen Namen werden die Heidenvölker ihre Hoffnung setzen. Brüder und Schwestern, ich habe diesmal einen Bericht wie noch nie aus den gewaltigen Erlebnissen der vergangenen zwei Wochen. Nicht nur in Dubai, und ihr alle wisst es ja aus den Rundbriefen, es war mein Vorrecht, das Wort Gottes zu tragen, wirklich in alle Welt zu tragen, aber die Länder, die arabischen Länder, besonders um den persischen Golf, die waren uns ja nicht so aufgeschlossen, wie wir es gewünscht hätten. Und jetzt hat Gott wirklich über die Maßen Großes getan. Was in Dubai alles geschah, will ich gar nicht im Einzelnen erwähnen. Aber Gott hat sein Volk und die Braut des Lammes ist wirklich in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Aber was diesmal in Pakistan geschah, war über die Maßen gewaltig. Ihr wisst, seit 1972 habe ich Pakistan einige Male besucht. Überall sind Gemeinden entstanden. Aber diesmal geschah etwas ganz Besonderes. Wir haben zwei Brüder, die in der Regierung ihren Platz haben und die nur mit Polizeiaufsicht irgendwo hin können. Und ich bin diesmal in allen drei Städten, Islamabad, Lahore und Karachi, nur unter Polizeiaufsicht gewesen. Von der Ankunft am Flughafen fast mit militärischen Ehren empfangen wie ein Staatsgast und begleitet jede Fahrt zum Hotel, zur Versammlung, zum Fernsehen, vom Flughafen zum Flughafen. Immer saß ein Mann in Uniform mit Gewehr im Auto neben dem Chauffeur und ich fühlte mich sehr wohl dabei. Aber um es ganz kurz zu machen, das Gewaltige war dann in Lahore, der zentral gelegenen Stadt in Pakistan, und da wurde ich zum Fernsehen gerufen und stellt euch vor, der verantwortliche Mann im Fernsehen, hier ist seine Visitenkarte, ich will den Namen nicht ganz aussprechen, damit niemand auf die Spur kommt,
Aber Bruder Bashir, dieser Mann empfängt mich im Bible TV und schaut mich an und sagt, stimmt es, dass du William Branham gekannt hast? Ich sagte, ja, das stimmt. Und dann legte er los und sagte, mein Opa hat mir so viel von William Branham berichtet. Er war in Bombay in seinen Versammlungen. Sage uns alles, was du uns sagen kannst, was Gott durch William Branham getan hat. In Pakistan, in Lahore. Und stellt euch vor, er hat es wiederholt und sagte, mein Opa, immer wieder, mein Opa hat mir von William Branham erzählt, sage uns alles, was du weißt. Dann habe ich eine halbe Stunde am Fernsehen gesprochen und als ich damit fertig war, hat er von neuem begonnen und sagte, mein Opa hat mir viel erzählt, du hast uns nicht alles gesagt, was du zu sagen hast. Und ich musste tatsächlich noch eine ganze Stunde am Fernsehen sprechen, aber jetzt kommt das Urgewaltige. Als wir fertig waren, sagte er, das, was du heute hier verkündigt hast, wird in allen 56 Ländern gehört werden. Und 23 davon gehören zu der arabisch-islamischen Welt. Überlegt einmal, Mittwoch, der 15. April, ein besonderer Tag, den Gott gemacht hat, dass nicht nur die göttliche Botschaft in einem Lande und dort am Fernsehen, sondern in 56 Ländern von allen Stationen ausgestrahlt werden wird. Und am nächsten Tag abends sagte mir Bruder Michael, das, was du gestern gepredigt hast, wurde heute viermal im Fernsehen wiederholt. Dann habe ich nur noch gesagt, can you give me the time? Kannst du mir die Zeiten angeben? Dann hat er mir die Zeiten aufgeschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was in mir vorgegangen ist. Ich habe es eben gesagt, durch die große Gnade des allmächtigen Gottes in 145 Ländern persönlich das Wort verkündigt. Aber das lag mir noch so auf dem Herzen, dass die gesamte arabisch-islamische Welt doch auch erfasst werden würde und das, was Gott für diese Zeit bestimmt hat, auch zu hören bekäme. Und dazu können wir wirklich nur sagen, das war der Tag, den der Herr gemacht hat und benutzt einen Mann, der immer wieder sagte, mein Opa. Tja, Gott schenke uns mehr solche Opas, die darauf hinweisen können, was der Herr aus Gnaden getan hat. Brüder und Schwestern, auch das, was Bruder Graf schon gelesen und gesagt hat. Wir sind das Werk Gottes, das Erlösungswerk Gottes, Gottes Werk
die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott hat ein Schöpfungswerk. Gott hat ein Erlösungswerk. Und wie unser geliebter Bruder aus Sacharja vorgelesen hat, was Gott mit Israel vorhat und was im Jerusalem geschehen wird, das dort heute noch existiert. Und dann die Verheißungen, was Gott für die neutestamentliche Gemeinde bestimmt hat. Und dass wir wirklich die Gnade haben, im Allerheiligsten vor der Bundeslade zu stehen und die Stimme des Herrn zu hören. Nicht eine einzige Deutung, sondern das Wort Gottes zu hören und geoffenbart zu bekommen. Auf das Zeitgeschehen kann man nicht näher eingehen. Es reicht einfach zu weit. Vieles ist unbegreiflich, auch was die Sprachen betrifft. Überlegt einmal, da soll in Zukunft die Frau mit Herr angesprochen und der Herr mit Frau angesprochen werden. Dann soll es heißen Herr Pastorin und Frau Pastor. Wenn man das alles liest, was da vor sich geht, in jeder Weise, dann kann man wirklich nur sagen, das Maß ist voll, das Maß ist voll und die Wiederkunft des Herrn steht wirklich nahe bevor. Dann haben wir auch alle mitbekommen von dem Vulkanausbruch in Chile, von dem Erdbeben in Nepal. Und ich dachte an unsere teuren Geschwister, die auch in ganz Nepal verteilt sind, an Bruder Lukram, der mich immer begleitet, wenn ich in der Umgebung bin oder in die Mongolei fliege oder nach China fliege, ist er immer bei mir. Aber der Gedanke kam mir, Brüder und Schwestern, immer wieder, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Und wisst ihr, manchmal muss man gewisse Dinge miterlebt haben, um noch besser zu verstehen, was unser Herr damals sagte. Zu der Generation, die damals lebte, sagte er, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe und nicht auf den Sabbat falle. Ihr könnt es nachlesen in Matthäus 24. Also für die damalige Generation gesprochen. Aber wenn ich dann daran denke, an die Flucht vom 19. Januar 1945 bis zum 27. März 1945, ein Tag fehlte an 10 Wochen, manchmal über 30 unter Null, Nase angefroren, Ohren angefroren, Zehen und Füße angefroren, 10 Wochen unterwegs, im Winter, in Eis und Kälte und Schnee. Ich kann doch besser begreifen als ihr alle, wenn der Herr sagt, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe und auf den Sabbat falle. Das wünscht man keinem Menschen auf Erden und dennoch hat Gott getragen. Ich habe es nur erwähnt, um zu sagen, manchmal muss man Dinge
persönlich miterlebt haben, um das, was der Herr gesagt hat, noch besser zu verstehen. Doch gehen wir auf einige Bibelstellen ein. Das Hauptthema ist ja die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, die Rückführung des Volkes Israels ins verheißene Land, wie wir sehen es jetzt, 150 oder mehr Länder, aus denen die 12 Stämme zurückgekehrt sind und ihre Hoffnung ist das Kommen des Messias. Wir alle wissen, an der Klagemauer gibt es nur ein Schlussgebet und das ist: Lass uns erleben, dass der Tempel gebaut und der Messias kommen kann. Gesammelt, alles ist soweit bereit. Jetzt geht es wirklich nur um die Herausrufung und Vollendung der Braut des Lammes. Und ehrlich gesagt, als ich dieses gewaltige Erlebnis jetzt im April hatte, war ich so weit, dass ich unter Tränen gesagt habe: Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben das gesehen, was du für diese Zeit verheißen hast, dass das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern verkündigt werden wird. Und dann wird das Ende kommen. Wenn es nur geschrieben steht, das ist eine Sache. Wenn man es aber persönlich miterlebt und nicht nur irgendein Evangelium, das volle Evangelium einbezogen ist die Verheißung für unsere Zeit. Und Brüder und Schwestern, es bleibt dabei, so wie Gott der Herr Johannes den Täufer bei dem ersten Kommen Christi gesandt hat, so hat er jetzt vor seinem zweiten Kommen einen Knecht und Propheten gehabt, der uns zum Wort zurückgebracht hat. Und diese Botschaft geht dem zweiten Kommen Christi voraus. Und bitte glaubt es mir, wer daran vorbeigeht, der geht an Gott vorbei. Es geht nicht anders. Nur wer Gott glaubt und das, was Gott gesagt hat, und wir alle wissen, was in Jakobus 2 geschrieben steht, du glaubst, dass es einen Gott gibt, das glaubt auch der Teufel und zittert. Aber er glaubt nicht, was Gott gesagt hat. Er stellt in Frage, was Gott gesagt hat. Aber wir glauben, was Gott gesagt hat, nehmen auf und nehmen an und sind dem Herrn dankbar dafür. Nicht auf mich bezogen, aber sagen wir auch das: Wer eine göttliche Berufung nicht annehmen kann, eine Sendung, die direkt mit dem Heilsplan unseres Gottes verbunden ist, ja, was soll Gott mit diesen Menschen anfangen? Ich habe es doch jetzt in Dubai erlebt. Wie viele charismatische, pfingstorientierte Gruppen es gibt. Und an einem Tag sind wir in das Zentrum gegangen, wo all diese Gruppen zusammenkommen in verschiedenen Sprachen. So viele Hallelujas habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. So viel Charismatik in all den Sälen. Aber nichts von dem gehört,
was Gott für diese Zeit verheißen hat, geschweige von dem, was Gott gegenwärtig tut, und dann Pauken und Trompeten, alles war weit zu hören, nur das Wort war nicht zu hören. Und deshalb, Brüder und Schwestern, müssen wir es immer wieder neu betonen. Die Gemeinde Jesu Christi ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3, Vers 15. Und wir, die Träger des Wortes, haben die Verantwortung, dem Volke Gottes den ganzen Heilsratschluss zu verkündigen, einbezogen die Verheißung für unsere Zeit. Lasst mich ein paar Bibelstellen dazu lesen. Mein Herz ist einfach noch ganz bewegt von allem, was ich diesmal auf dieser außergewöhnlichen Reise erlebt habe. Aber hier haben wir es im 1. Timotheus gleich im 1. Kapitel, 1. Timotheus, 1. Kapitel. Hier schreibt der Mann Gottes doch direkt, was er dem Volke Gottes zu sagen hatte, und zwar aufgrund der göttlichen Vollmacht, die aus der Berufung und Sendung hervorkam. 1. Timotheus, 1. Kapitel, und hier steht in Vers 12, 1. Timotheus, 1. Kapitel, Vers 12. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Christus Jesus, dafür, dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte. Bruder Graf hat schon aus der Predigt Bruder Brenhems erwähnt, dass Hiob ja nicht nur Vertrauen zu Gott hatte, sondern Gott wusste, mein Knecht Hiob wird in allen Prüfungen standhalten, ganz gleich, was kommt und geht. Er wird sein Vertrauen auf mich setzen und ich vertraue ihm, dass er in allen Prüfungen standhalten wird. Ja, welch ein Knecht Gottes musste nicht durch Prüfungen gehen. Aber hier haben wir doch den Punkt, ich habe es schon mal betont. Paulus konnte sagen, der mich in seinem Dienst, in seiner Gemeinde, gemäß seinem Heilsratschluss eingesetzt hat, um das zu verkündigen, was Gott in seinem Heilsplan hat. Und hier haben wir es nicht nur geschrieben, sondern wir dürfen es tatsächlich aus Gnaden persönlich erleben. Ich bin dem Herrn dankbar für den 2. April 1962, direkt bei Sonnenaufgang. Dankbar dem Herrn für all die Male, wo er Weisungen gegeben hat. Dankbar für jede Seele, die er gerettet. Dankbar für alle offenen Türen. Dankbar, dass er mich in seinen Dienst eingesetzt hat. Und manchmal lesen wir auch das Wort, wenn wir untreu werden, bleibt Gott dennoch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Und ich habe vor kurzem dem Herrn gesagt, wenn ich irgendetwas getan habe, was nicht recht war vor dir,
vergib es mir, aber bitte halte dich nicht daran auf, sondern tue das, was du in deinem Ratschluss beschlossen hast. Und der Herr wird es doch aus Gnaden tun. Auch das haben wir mitgelesen. In der Auferstehung werden doch alle in Unvergänglichkeit, in die Unsterblichkeit versetzt werden. Und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden doch zusammen mit ihnen hinaufgenommen werden. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt, Brüder und Schwestern, das mag euch vielleicht wenig bedeuten, aber dieser Januar 1981, als aus dem Leibe genommen, in den Auferstehungsleib versetzt wurde und die Entrückung miterlebt habe. Was meint ihr, was das für mich bedeutet, dass Gott mir ein solch außergewöhnliches Erlebnis aus Gnaden geschenkt hat, von Ärzten aufgegeben, in die Todeskabine geschoben, Vorhang rechts und Vorhang links und ja, und dann geschah's, und dann geschah's, hinauf und hinauf, bis das neue Jerusalem herabkam. Brüder und Schwestern, bei uns ist es nicht Theorie, die Erlösung ist göttliche Realität. Amen. Unsere Verbindung zu Gott ist göttliche Realität. Die Offenbarung, die der Herr uns geschenkt hat, das sind nicht Fantasievorstellungen, sondern gegründet auf dem heiligen, unfehlbaren Worte Gottes, dass wir von Herzen lieben. Ja, hier schreibt Paulus, wie eben vorgelesen, als er mich in seinem Dienst, das muss uns wirklich klar werden. Brüder und Schwestern, wir sind keine charismatische Bewegung und wir sind nicht im Namen einer Mission oder eines Namens versammelt. Wir sind vor dem Angesicht Gottes versammelt, um den Heilsratschluss Gottes zu hören, uns göttlich einordnen zu lassen und unsere Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi ernst nehmen und auch gemeinsam erleben. Und dann das Wort aus 1. Korinther, dem 12. Kapitel, da schreibt ja Paulus, dass Gott in die Gemeinde eingesetzt hat. Gott hat in die Gemeinde die verschiedenen Dienste eingesetzt. Hier steht es ja im 1. Korinther im 12. Kapitel, Vers 28, 1. Korinther 12, Vers 28. Und zwar hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Gott hat eingesetzt. Deshalb konnte Paulus sagen, der mich in seinen Dienst eingesetzt hat. Erstens die einen zu Aposteln, zweitens andere zu Propheten, drittens noch andere zu Lehren, so dann Wunderkräfte, so dann Gaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Verwaltungsgeschäfte, mancherlei Arten von Zungenreden. Und dann die Frage, sind alle Apostel, sind alle Propheten? Nein, Gott hat genau gewusst, was er einzusetzen hat und zu welchem Dienst diese Aufgaben bestimmt sind. Und dann haben wir ja die Verheißung, dass alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht wird. Brüder und Schwestern, fassen wir Mut, fassen wir Mut. Gott steht zu seinen Verheißungen und es muss in uns ein solch
inniges Verlangen werden. O Herr, lass uns miterleben, dass die Gemeinde völlig und ganz zurückerstattet wird, nicht nur in der Belehrung, sondern wirklich in der Kraft, so dass offenbar wird, dass der Herr seine Gemeinde, seinen Leib auf Erden hat. Dann, was die Zeit betrifft, in der wir leben, sagen wir auch das noch einmal, wirklich der wichtigste Abschnitt in der göttlichen Heilsgeschichte. Und wir dürfen alles aus Gnaden miterleben und wissen, Gott hat seinen Propheten gesandt, hat uns sein Wort wirklich geoffenbart. Auch das ist eine unbeschreibliche Gnade, die uns zuteil geworden ist. Ihr werdet ja allgemein vor allem bewahrt, was so rechts und links außerhalb der Botschaft geschieht. Aber es schreit wirklich alles zum Himmel. Sogar die letzte E-Mail, dass der Sohn Bruder Brenhems, Josef Brenhem, als Prophet auftreten und seinen Vater William Brenhem auferwecken wird, damit er den Dienst im Zelt vollende vor der Wiederkunft des Herrn. Mein Gott im Himmel, es steht doch geschrieben, dass der Herr sein Werk vollenden wird auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi. Niemand braucht wiederzukommen, nur wir müssen zurückkommen zum Verzeihung und zum Worte Gottes und das Glauben, was der Herr uns verheißen hat. Auch das ist eine unbeschreibliche Gnade, dass der Herr uns in all den Jahren wirklich nicht ein einziges Mal ausrutschen ließ, nicht ein einziges Mal auf Deutungen reingefallen sind, sondern einfach immer die Schrift durchforscht haben, ob es sich also verhält. Auch das haben wir hier immer wieder neu gesagt. Nur wenn es eine Verheißung im Worte Gottes gibt, dann gibt es auch eine Erfüllung. Wenn es keine Verheißung gibt, dann gibt es auch keine Erfüllung. Gott wacht nur über seine Worte und das, was er in seinem Worte verheißen hat, das tut er, ja, das wird er in alle Ewigkeiten tun. Und darin ist unser Glaube verankert. Warum hat unser Herr gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt? Warum haben sie in den Tagen des Paulus täglich die Schrift durchforscht, ob es sich also verhält? Die wahre Gemeinde des lebendigen Gottes ist die bluterkaufte Schar, die Gemeinde des neuen Bundes. Und so gewiss das Blut unseres Herrn, das göttliche Blut des Lammes geflossen und die Versöhnung und Vergebung uns geschenkt wurde, so gewiss ist das göttliche Leben, das im Blute des Lammes Gottes war, in allen durch das Blut des Lammes erlösten. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In uns ist das Leben, und deshalb hat Gott uns Licht geschenkt zur Abendzeit, dass wir wirklich in diesem Lichte wandeln dürfen. Auch das habe ich überall aus Gnaden kurz gefasst
verkündigen dürfen, dass es nur einen Gott gibt, der sich uns im Himmel als Vater, auf Erden im Sohn und durch den Heiligen Geist geoffenbart hat, dass es nicht drei ewige Personen gibt, sondern einen ewigen Gott, der sich kundgetan hat und sich im Fleische geoffenbart. Und das ist doch das Gewaltige. Du bist mein Sohn, der ich bin, spricht du bist mein Sohn. Ist aber der Ich Bin geblieben, als Mensch geoffenbart, aber Herr geblieben. Kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Das braucht doch kein Mensch zu erklären. Das brauchen wir nur zu glauben. Denn es geschah unseretwegen, damit wir die Sohnschaft bekommen und als Söhne und Töchter Gottes unsere Einsetzung bekommen. Der Heilsratschluss Gottes und auch die Gottheit brauchen nicht erklärt zu werden. Nein, nein, kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Ein anderer geworden, derselbe geblieben. Hier im Fleische offenbar geworden, damit wir die Erlösung aus Gnaden bekämen. Auch das haben wir oft genug gesagt. Weil die Sünde im Leibe von Fleisch und Blut geschah, musste der Erlöser in einen Leib von Fleisch und Blut kommen, alles auf sich nehmen, was uns getroffen hatte, den gesamten Fluch und ist für uns zum Fluch geworden, damit wir den ganzen Segen Gottes empfangen und erleben dürfen. Sagen wir es noch einmal, Brüder und Schwestern. In Galater im dritten Kapitel steht es ja geschrieben, Galater, drittes Kapitel, oh wie kostbar ist doch Gottes Wort. In Galater, dem dritten Kapitel, in Vers 8 steht geschrieben, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Schon dem Abraham die Verheißung gegeben, alle Völker gesegnet werden. Vers 14 in Galater 3. Es sollte eben der dem Abraham verheißene Segen den Heiden in Christus Jesus zuteil werden, damit wir das Verheißungsgut des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Alles ist Gnade und wir dürfen es wirklich noch einmal laut und deutlich sagen. Unser Herr hat alles vorausgesagt, ob in Matthäus 24, ob in Markus 13, ob in Lukas 21, sogar, dass die Völker brausen werden, dass starke Erdbeben geschehen würden. Lies es doch bitte nach. Lukas 21, Vers 25. Hier steht es doch geschrieben. Lukas 21, Vers 25. Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen
in Erscheinung treten. Und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls sein. Alles steht doch geschrieben. So erfüllt es sich auch in diesen Bereichen in unserer Zeit. Und das geht schon auf Jesaja 17 zurück. Hier hat es Gott, der Herr, schon durch den Propheten Jesaja angekündigt. Jesaja 17, hier können wir die gleichen Worte nachlesen. Jesaja 17, Vers 12 und 13. Wehe, ein Getümmel vieler Völker, die wie das Brausen des Meeres brausen, und ein Getöse von Völkerschaften, die wie mächtige Wasser im Aufruhr tosen. Alles steht schon in der biblischen Prophetie geschrieben und erfüllt sich doch in unserer Zeit. Vers 13 in Jesaja 17. Ja, die Völkerschaften tosen, wie gewaltige Wasser tosen, doch er bedroht sie scheltend, da fliehen sie weit weg. Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen, was wir heute hier dankbar sagen wollten. Wirklich dankbar sagen wollten. Gott hat einen Ratschluss vor Grundlegung der Welt gefasst. Hat ihn seinen Knechten und Propheten geoffenbart, er ist schon im Alten Testament niedergeschrieben worden, in Jesaja 65 und 66, wie es sein wird im tausendjährigen Reich und sogar schon vom neuen Himmel und der neuen Erde. Alles ist in der biblischen Prophetie, was den gesamten Erlösungsplan betrifft, im Voraus verkündigt worden. Und dann haben wir die vier Evangelien, die uns von dem berichten, was unsere Erlösung und den Erlöser betrifft, von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. Und denen, die dabei standen, Lukas 24, 50 und 51, Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11, die dabei standen und unseren Herrn gen Himmel auffahren sahen, ihnen wurde gesagt, derselbe Jesus, der von euch in den Himmel emporgehoben wurde, wird wiederkommen in derselben Weise, wie ihr ihn habt, gen Himmel auffahren sehen. Und dann all die Verheißungen bis hin zu Maleachi, dass Gott in diesem prophetischen letzten Abschnitt einen Propheten senden würde, um den ganzen Heilsratschluss Gottes in seiner ganzen Tiefe noch einmal zu verkündigen und uns wissen zu lassen, was Gott mit uns vorhat, was er verheißen und was er gegenwärtig tut, und dann aus Gnaden mitzuerleben, wie er das Volk Israel zurückruft. Ich habe auf meiner letzten Reise viele schlaflose Nächte gehabt und war auch schwach dem Leibe nach, aber ich habe die Zeit
ausgekauft, habe 11 Predigten Bruder Brennims gehört, allein auf der letzten Reise in den 10 Tagen. 11 Predigten von A bis Z gehört. Die längste war 3 Stunden und 4 Minuten. Brüder und Schwestern, was Gott uns durch diesen Mann von Gott gesandt alles zu sagen hatte, ist einfach urgewaltig. Und wenn er dann auf die persönlichen Erlebnisse zu sprechen kommt, auch besonders auf 1933, und das erwähnt er tatsächlich immer wieder, was am 11. Juni 1933 geschah, gegen 14 Uhr nachmittags. Und er sagt, der Herr selbst hat sich in der Lichtwolke herabgeneigt. Und er war es, der mir zugerufen hat, wie ich Johannes den Täufer, dem ersten Kommen Christi, vorausgesandt habe. So sende ich dich mit einer Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Wenn er diese Worte, und ich höre ja, habe ja meinen iPod mit, wenn ich das so höre, ihr Lieben, es ist noch ein Unterschied, ob Bruder Brennim predigt. Die Betonung ist da, aber wenn er auf diese persönlichen Erlebnisse kommt, aber dann wird es ganz ernst. Dann spürt man, dass ihn innerlich wirklich etwas so bewegt. Und er dann die Einzelheiten mit Betonung wiedergibt. Und dann auch 2-mal in diesen 11 Predigten über den 7. Mai 46 und betont darin, am gleichen Tage, als Israel das Land zugesprochen bekam, am gleichen Tage ist der Engel des Herrn zu mir gekommen und hat mir den Auftrag gegeben. Und ihr alle wisst ja, was zu dem Auftrag gehörte. Aber ich betone es einfach noch einmal. In der Predigt spürt man, dass es wirklich ernst ist. Aber wenn er dann auf diese persönlichen Erlebnisse zu sprechen kommt, die seinen Dienst betrafen, und er konnte doch sicher mit Paulus auch sagen, er, der mich in seinen Dienst eingesetzt hat, er, der verheißen hat, dass ein Prophet kommen würde, er, der mich mit Namen gerufen, er, der mich eingesetzt hat, man spürt, dass er mit allem, was in ihm ist, bei der Sache ist, war und bleiben wird. Brüder und Schwestern, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern wirklich dem geoffenbarten, heiligen Worte unseres Gottes. Und was denkt ihr, damit komme ich jetzt auch zum Schluss, wie ich manchmal darüber nachdenke, mit diesem Gottesmann am gleichen Tisch gegessen, im gleichen Auto gefahren, in den gleichen Versammlungen. Und dieser Gottesmann sagt mir im Dezember 62, Bruder Frank, könntest du für mich in Los Angeles predigen? Ich war nie in Los Angeles. Aber ich sage es einfach, wir sind nicht irgendwann von einem Fallschirm abgesprungen. Wir sind tatsächlich von Anfang an dabei gewesen. Von 1955 dabei gewesen. Und ich wusste, hier ist
ein Mann von Gott gesandt. Niemand könnte tun, was hier geschieht, es sei denn, der Herr ist mit ihm. Wir haben tatsächlich die Tage der Bibel gesehen, haben den von Gott verheißenen Dienst auf- und angenommen. Aber bitte, all die Jahre sind vergangen und diese Zeit kommt zum Abschluss. Wir sind ganz nahe vor der Wiederkunft des Herrn. Und wie ich euch berichtet habe von dem, was Gott im April getan hat, ich konnte wirklich mit tief ergriffenem Herzen sagen, geliebter Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn dein Wort, deine Botschaft hat alle Völker und alle Sprachen erreicht. Das Wort ist in Erfüllung gegangen. Das Evangelium vom Reich wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Herr, bringe du dein Werk zum Abschluss und komme bald. Das ist unser aller Wunsch und Gebet. Nur noch eine Frage. Brüder und Schwestern, sind wir uns wirklich dessen bewusst, dass der Herr direkt durch sein Wort mit uns redet? Und ich füge hinzu, haben wir innere Zustimmung zu jedem Worte Gottes? Glauben wir jedes Wort, jede Verheißung? Glauben wir alles, was Gott in unserer Zeit getan hat und auch gegenwärtig aus Gnaden tut? Ich sehe auch dort am Ende ist eine Hand erhoben. Gott segne auch unsere Brüder und Schwestern in Kanada. Er segne all unsere Brüder und Schwestern überall auf der ganzen Erde, alle, die online angeschlossen sind und besonders auch in Südamerika. Gott, Herr, segne weltweit. Und auch das werden wir dem Herrn noch hinlegen, ob wir eventuell über all diese Stationen noch einige Sendungen haben können. Den Wunsch habe ich geäußert, mal sehen, ob es möglich sein wird, dass wir noch einige Sendungen in all den Stationen und all den Völkern haben können, sodass wirklich alle den letzten Ruf hören. Seid ihr nicht froh, seid ihr nicht dankbar, dass Gott die Türen und die Herzen öffnet, damit die letzte Botschaft die Letzten aus Gnaden erreicht. Ihm, dem treuen Herrn, sei der Lobpreis, die Anbetung, alle Ruhm gebührt ihm. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, und seine dürfen wir uns rühmen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeiten. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Singen wir den Chorus. Glaube nur, glaube nur. Glaube nur, glaube nur.
ist hier. Während wir die Häupter neigen, im stillen und dankbaren Gebet dem Herrn die Ehre darbringen, möchte ich besonders alle neu Hinzukommenden, alle, die mit dem, was Gott für unsere Zeit verheißen, schon getan hat und auch gegenwärtig tut, noch nicht so vertraut sind. Wir werden besonders für euch beten, dass wirklich auch alle neu Hinzukommenden in den Gleichschritt mit dem Wort unter der Leitung des Heiligen Geistes gebracht werden, so dass der Herr uns als ein Herz und eine Seele so zusammenfügen kann, wie wir es auch in dem Wort aus Römer 8, Vers 11 mitgelesen haben. Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in unseren sterblichen Leibern wohnt, dann wird er unsere sterblichen Leibe lebendig machen. Nicht nur Salbung, nicht nur Charismatik, nicht nur Hallelujas hier und da, sondern Wohnung in uns nehmen. O gelobt und gepriesen sei unser Herr für seine Treue, für seine Gnade. Haben wir noch besondere Anliegen, die wir dem Herrn bringen können? Hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Überall sind noch besondere Anliegen. O gelobt und gepriesen sei unser Herr. Bitte glaubet, wie wir es gelesen haben in Matthäus 12. Er wird sein Werk siegreich vollenden. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht abbrechen. Nein, er wird den Zufluss des Öles aus Gnaden schenken, damit der Docht zur hellen Flamme werden kann. Wir vertrauen unserem Gott und Herrn. Am Kreuz auf Golgatha hat er doch alles für uns erlitten, hat doch für uns alles getan, hat unsere Schuld und Sünde auf sich genommen, sogar alle Krankheiten auf sich geladen, damit Erfüllung findet in seinen Wunden, sind wir geheilt worden. Unser Gott ist ein treuer Gott. Auch heute wird er sein Wort an allen, die glauben, bestätigen. Und besonders möge unsere Schwester, die heute zum ersten Mal hier ist und die 1955 Bruder Brenim gehört hat, besonders segnen, ganz besonders segnen. Auch unsere Schwester Brunner besonders segnen, Bruder Amann, und uns alle, die wir heute hier sind. Auch wenn wir Paulus und Knechte Gottes nicht persönlich gesehen und gehört haben, aber wir glauben, was du, o Herr, durch sie geredet, gewirkt und dein Wort weitergegeben hast. Ewig treuer Gott, segne alle, die heute hier sind. Und wir alle haben Nöte, wir alle haben Anliegen und wir bringen sie dir und danken dir dafür,
dass wir Gnade vor dir gefunden haben, dass du von Angesicht zu Angesicht mit uns sprichst, dass wir nicht nur das Geschriebene, sondern das geoffenbarte Wort, das lebendige Wort haben, das wirksam ist und nie leer zurückkehrt, sondern das ausrichtet, wozu du, o Herr, es gesandt hast. Geliebter Herr, ich danke dir auch besonders für das, was du in diesem Monat getan hast. Großer Gott, Anbetung und Ehre sei dir. Und wir stellen den Anspruch auf alle Auserwählten in allen Völkern, Sprachen, Farben und Nationen, dass sie herausgerufen, zubereitet auf deine Wiederkunft und dass sie den letzten Ruf hören, glauben und dass wir gemeinsam die Entrückung erleben werden. Geliebter Herr, dass du uns so gnädig angesehen hast, so geholfen am Tage des Heils. Wir erkennen daraus, geliebter Herr, dass wir Gnade vor dir gefunden haben. Und wir bitten von ganzem Herzen für alle, die du vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hast, deine Herrlichkeit zu schauen. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank für die Erlösung, für das Wort, für das Blut, für deinen Heiligen Geist, für die Gnade, die du uns geschenkt hast. Und möge dein Geist uns weiter in alle Wahrheit leiten und mögen alle gesegnet sein, auch alle, die in den vergangenen Tagen in all den Völkern und Sprachen dein Wort gehört haben. Möge es nicht leer zurückkehren, sondern das ausrichten, wozu du es sandest. Ich danke dir für die Versammlungen, die wir hier in Zürich haben dürfen, für alle, die mithören und mitsehen. Mögen sie überall auf der ganzen Erde gesegnet sein. Und heute bitte ich auch für unseren geliebten Bruder Adi in Rumänien, dass er besonders gesegnet ist. Sei du mit uns allen, o Herr. Dir gebührt die Ehre und der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeiten. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Singen wir noch ein gemeinsames Lied. Gedenk meiner. Ich bin dem Leibe nach ein bisschen schwächer geworden. Alles lässt auch nach. Sehkraft, Gehkraft, Hörkraft. Aber Dank sei dem Herrn. Er wird alles wohl machen. Ich habe an Lied 303 gedacht. Hätte ich mehr von Jesus nur, folgte ich mehr des Heilands Spur. Lied 303. Bei der letzten Strophe werden wir dann aufstehen. Lied 303. Hätte ich mehr von Jesus nur, folgte ich mehr des Heilands Spur.
ist unser aller Gebet. So Gott will und Gnade schenkt, ist auch für den kommenden Monat eine ganz besondere Reise geplant nach Indonesien und dann nach Java und Sumatra. Und wir danken auch da dem Herrn für die offenen Türen und offenen Herzen, zum Teil neue Gemeinden, auch Trinitätsgemeinden, die einfach einladen, aber Gott, der Herr, kann Gnade schenken. Und das darf ich sagen, einen Kompromiss darf niemand von mir erwarten. Auch wenn ich manchmal behutsam bin, die Wahrheit zu verkündigen, nie aggressiv werde, nie aus Rechthaberei, aber die Wahrheit über Gottheit, Taufe und alles, was nötig ist, wird einfach frei und offen in Liebe überall verkündigt. Dank sei dem Herrn, Dank sei dem Herrn. Nun wünschen wir unseren beiden Brüdern, die zu Besuch sind, Gottes Segen. Nehmt Grüße mit, nehmt alle Grüße mit, wohin ihr auch kommen werdet. Und wir sehen uns dann, so Gott will, ja bald wieder. Und jetzt wird noch Bruder Marti Blume mit uns danken. Bruder Keller war auch noch nicht vorne heute, nicht, oder? Ja, kann er auch. Und den Abschluss wird Bruder Graf dann machen. Wir sind Gott von Herzen dankbar. Amen. Dank dem Herrn, geliebter Bruder. Treuer Gott, ich danke dir für diesen Tag. Mein Gott. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen. Heilige geoffenbarte Wort zu vernehmen. Und für die Zeugnisse, die wir gehört haben, danke ich dir, Herr. Ja, du bist groß. Du hast die Liebe in dir. Und wir dürfen von deiner Liebe, von deiner Gnade alles empfangen, Herr, in dieser Zeit. Wir sehen, Herr, dass es nicht mehr bald lange geht. So ist es. Herr, gib uns Kraft, gib uns deinen Geist, Herr, dass er uns führt und leitet in alle Ewigkeit. Bist du mit allen, Herr, so besonders mit Bruder Frank, mit Bruder Graf. Mein Gott, Herr, mit allen Trägern des Wortes, dienenden Brüdern auf der ganzen Welt. Herr. Ja, wir können nicht genug danken dich rühmen und dir loben und preisen. Dir sei alle Ehre. Amen. 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 Gott. Lobpreis und Ehre dir, Herr Jesus Christus. Herr. Wir danken dir für dieses Wort, das wir gehört haben. Mein Gott! Du hast dieses Wort in unsere Herzen geschrieben, Herr Jesus, und wir halten daran fest, Amen. Herr Jesus. Denn du bist das Wort, Herr Jesus Christus. Halleluja. Du bist unser Weg. Halleluja. Du bist die Wahrheit. Amen. Ich danke dir. Gott. Wir haben gesungen, Jesus ist hier. Halleluja. Auch dies ist wahr. Mein du Gott. Bist in unserer Mitte, Halleluja. Herr Jesus. Gehe, Halleluja. Herr Jesus, jetzt durch alle Reihen. Gott. Segne ein jedes, Herr Jesus. Amen. Du kennst die Nöte von einem jeden, die Krankheit. Ja. Aber wir vertrauen auf dich, Herr Jesus. Du wirst uns Ruhe geben. Halleluja. Herr Jesus. Auch unseren geliebten Bruder Frank, mein Gott. Segne ihn. Mein Gott. Gib ihm Kraft, dass er weiter bei uns sein darf, um dein Wort zu bringen. Gott. Herr Jesus, dass wir miteinander nach oben gehen dürfen, Herr Amen, Jesus. Amen. Dir sei Lobpreis und Dank in Jesu Namen. Amen. 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 Von Herzen dankbar für Bruder Graf.
für das, was Gott schon getan hat. Halleluja, sei gesegnet. Oh, Amen. O treue Vater im Himmel, oh Gott, wir danken dir für das, was wir heute Nachmittag wieder zu hören bekamen. Oh Gott. Herr, es ist dein Wort, mein Herr. Gott. Und wir bitten dich, du mögest deine Worte in unseren Herzen bewegen, damit sie auch wirklich ausrichten können, wozu du sie gesandt hast. Amen. Herr, wir wollen kein Menschenwort, wir wollen dein Wort. Amen. Herr. Und wir danken dir für dein Wort, für deine Verheißungen, für deine Belehrung, ja, Halleluja. Für den Trost, für alles, Herr. Halleluja. Wir danken dir einfach, dass wir hier nicht vergebens zusammenkommen. Amen. Sondern wir kommen, weil wir wissen, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Amen. Und einem jeden schenken wirst, was es benötigt. Herr, ich danke dir, dass du auch mit unserem geliebten Bruder bist, wenn wir jetzt auseinandergehen. Segne ihn auf seinen Reisen, Herr. Segne ihn dort, wo du ihn eingesetzt hast, Herr. Damit überall deine Wahrheit verkündigt wird. Nicht Menschenwort, nicht charismatisch, sondern dein gewaltiges Wort, Herr. Ich bitte dich, Herr, segne jetzt uns, wenn wir auseinandergehen. Segne ein jedes an dem Platz, wo du es hingestellt hast. Herr, damit wir Zeugnis ablegen können von dem, was du an uns getan hast. Amen. Dass wir wirklich sagen können, wir waren nicht in einer Predigt, wir waren nicht in einer Kirche, wir waren unter deinem Wort, Amen. Herr. Wir loben und preisen dich und geben dir allein die Ehre. Im Namen Jesu Christi. Segne uns Halleluja. Jetzt aus dem Reichtum deiner Gnade. Halleluja. Und wir danken dir dafür. Amen. 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 Halleluja sei gepriesen. Halleluja sei gepriesen. Sage Amen. Amen. Seid gesegnet im Namen.